Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist heute leider keine gewöhnliche Fachtagung. Aufgrund der Corona-Pandemie führen wir diese Veranstaltung mit einem imaginären Publikum durch. Das heißt, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und der Öffentlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt online zur Verfügung gestellt. Ich darf die anwesenden Expertinnen und Experten und Sie, meine Damen und Herren, am Bildschirm ganz herzlich im Namen der Hans-Seidel-Stiftung, insbesondere auch im Namen unseres Vorsitzenden Markus Ferber, zur Fachtagung 70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen, 75 Jahre Flucht und Vertreibung begrüßen. Sehr gerne führen wir diese Fachveranstaltung in Kooperation mit der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Frau Landtagsabgeordneten Silvia Stiersdorfer, durch. Gehört es doch zum Auftrag der Hans-Seidel-Stiftung, in den unterschiedlichsten Bereichen Grundlagenarbeit zu leisten und Zukunftsperspektiven auszuloten. Die politische Bildungsarbeit der Hans-Seidel-Stiftung baut auf einem Menschenbild auf, zu dem die freie Entfaltung der Persönlichkeit und ihre Eigenverantwortung ebenso gehören wie soziale Verantwortung und die Solidarität. Dieser Auftrag ist gerade in unserer Zeit mehr denn je aktuell. In den Bereichen Flucht und Vertreibung, Integration und Aussöhnung sehen wir uns immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Infolgedessen kamen rund 10 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus den Ostgebieten Deutschlands in die westdeutschen Besatzungszonen und fanden dort unter großen Schwierigkeiten eine neue Heimat. Eine wichtige Etappe auf dem Weg zu ihrer Integration und zur Aussöhnung mit den Nachbarn im Osten waren die Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Am 5. August 1950, nur 5 Jahre nach Kriegsende, wurde sie in Stuttgart unterzeichnet. In dieser Erklärung verzichten die Heimatvertriebenen auf Rache und Vergeltung, unterstützen die Schaffung eines geeinten Europas, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können, und bekennen sich zur Mitarbeit am Wiederaufbau Deutschlands und Europas. Sie gilt daher als ein zeithistorisches Dokument ersten Ranges in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Aus der Geschichte lernen kann nur heißen, alles zu tun, um Vergleichbares zu verhindern. Die Charta ist ein beeindruckendes Zeugnis menschlicher Größe und Lernfähigkeit. Nicht Revanchismus und Niedergeschlagenheit bestimmen diese Charta, sondern der Glaube an die Zukunft, an Europäertum und christliche Humanität. Die Charta ist ein beispielloses Zeichen humanitärer Gesinnung. Sie wurde vor 70 Jahren verabschiedet und hat bis heute Gültigkeit. Die in Bayern lebenden Heimatvertriebenen, Aussiedler und ihre Nachkommen haben die Erfolgsgeschichte unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich mitgeprägt. Sie haben ihre Lebenserfahrung, ihre Kenntnisse in allen Branchen zum Wiederaufbau unseres Landes und zum Wohle Bayerns eingebracht. Wir werden den Einsatz der Heimatvertriebenen nicht vergessen. Das Thema Flucht und Vertreibung hat einen festen Platz in der bayerischen, der deutschen und der europäischen Erinnerungskultur. Die Hans-Seidel-Stiftung pflegt enge Beziehungen zu den mittel- und osteuropäischen Ländern. Der politische und gesellschaftliche Dialog steht dabei im Vordergrund. Sehr geehrte Damen und Herren, mit ihrer Unterzeichnung hatten sich die Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren für Versöhnung, für Frieden und für ein vereintes Europa ausgesprochen. Wir wollen aber heute nicht nur zurückblicken, sondern auch Lösungen für die Zukunft aufzeigen. Was können wir aus der Vergangenheit über Flucht, Vertreibung, Integration und Aussöhnung lernen? Was bedeutet der Begriff Heimat? Ich freue mich sehr, dass wir heute auf dieser hochkarätig besetzten Fachtagung über diese wichtigen Themen sprechen werden.
persönlich begrüßen und für sein Engagement danke ich Herrn Professor Dr. Manfred Kittel von der Universität Regensburg. Professor Kittel war von 2009 bis 2014 Gründungsdirektor der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Wir hören von ihm heute einen Impulsvortrag. 75 Jahre Potsdamer Vertreibungsbeschlüsse, 70 Jahre Stuttgarter Charta der deutschen Heimatvertriebenen, Rückblicke auf eine singuläre Integrationsgeschichte. Ebenso herzlich möchte ich begrüßen und für seine Bereitschaft zur Diskussion danken Herrn Professor Dr. Horst Teltschik, Politikwissenschaftler, ehemaliger Vizechef des Bundeskanzleramts, ehemaliger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Professor Teltschik wird heute aber zu uns als Zeitzeuge sprechen. Für die Übernahme der Moderation danke ich Herrn Andreas Bachmann vom Bayerischen Fernsehen. Ich wünsche Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, viele neue Erkenntnisse und Einsichten. Und nun darf ich die Mitveranstalterin, die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, die Landtagsabgeordnete Frau Silvia Stiersdorfer, ganz herzlich bei uns begrüßen und ihr das Wort erteilen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau von Winning, lieber Herr Professor Dr. Teltschik, lieber Herr Professor Dr. Kittel, lieber Herr Andreas Bachmann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eigentlich sollte das Jahr 2020 ein ganz besonderes Jahr werden. Schließlich ist es für die Heimatvertriebenen ein Jahr, in dem sich entscheidende historische Wegmarken jähren. Gleich in mehrfacher Hinsicht ist es ein Gedenkjahr. Wir erinnern uns heuer an 75 Jahre Flucht und Vertreibung und 70 Jahre Charta der Heimatvertriebenen. Als Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene hatte ich viele Ideen und schon einiges vorbereitet, um dieses Gedenken angemessen zu begehen. Dann kam Corona und plötzlich war alles anders. Denn ich hatte vorgehabt, das Gedenken an diese Ereignisse mit einer Würdigung der Menschen zu verbinden, die sie als Zeitzeugen miterlebt haben. Mit ihnen gemeinsam wollte ich mich erinnern und so auch einer breiteren Öffentlichkeit näher bringen, was damals geschehen war. Dazu hätte ich mich mit den Zeitzeugen getroffen, sie eingeladen und ihnen zugehört, das ist jetzt so, wie es geplant war, nicht mehr möglich. Corona hat hier alles verändert. Aber sollten wir deshalb auf das Gedenken verzichten? Sollten wir dieses Jahr 2020 vorübergehen lassen, ohne uns an Flucht und Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zu erinnern? Dürfen wir vergessen, welche schier unglaublichen Versöhnungsgeste mit der Charta der Heimatvertriebenen 1950 verbunden war? 5 Jahre nach Kriegsende und dem gewaltsamen Verlust der Heimat. Nein, das ist viel zu wichtig, zu bedeutend, als dass wir einfach darüber hinweggehen könnten. Und die Technik bietet heute Möglichkeiten, die es vor wenigen Jahren noch nicht gab. Wir können zusammen sein, ohne uns direkt vor Ort zu treffen. Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte eine Fachtagung wie die heutige gar nicht virtuell stattfinden können. Und wenn, dann nur mit wenig Resonanz. Das ist nun Gott sei Dank anders. Ich danke der Hans-Seidel-Stiftung sehr herzlich, dass sie uns heute dieses Forum bietet. Als Folge der Corona-Krise gibt es heuer nur wenige Veranstaltungen zum Gedenken an Flucht und Vertreibung. Und auch die traditionellen Heimattreffen der Landsmannschaften finden größtenteils online statt. Deshalb freut es mich sehr, dass sich die Hans-Seidel-Stiftung dieses Themas angenommen und dafür namhafte Referenten gewonnen hat. Und noch mehr freut es mich, dass unsere Fachtagung dabei jetzt den Fokus auf ein Dokument richtet, dessen Bedeutung gar nicht hoch genug einzuschätzen ist.
Die Charta der Heimatvertriebenen von 1950 ist ein Dokument, das einzigartig ist in der Geschichte. Menschen, die nur 5 Jahrzehnte zuvor ihre Heimat verloren hatten, die unendlich viel Leid, Hunger und Gewalt hatten erdulden müssen, haben seinerzeit die Hand zur Versöhnung gereicht. Vielfach hatten sie Angehörige verloren und waren auch nicht immer in der neuen Heimat willkommen. Aber statt zu klagen, riefen sie: Schluss mit dem ewigen Kreislauf der Gewalt, ja zum Miteinander der Völker in einem freien Europa. Bundespräsident Theodor Heuss hat die Charta damals zu Recht ein Dokument der Tapferkeit, der Weisheit und des Mutes genannt. Trotzdem hat sie viel Kritik erfahren. Manche fragten, wie konnten Deutsche sich als Opfer sehen, nach dem, was die Nazis der Welt angetan hatten. Diese Kritik ist ungerecht, denn wir waren die Vertriebenen. Manche hatten sich, wie Deutsche überall im Lande zu dieser Zeit, in Diktatur und Krieg schuldig gemacht, viele aber auch nicht. Es ist unfair, diesen enteigneten, willkürlich vertriebenen Menschen das Recht auf Verzeihen und Verzicht abzusprechen. Die Charta hat einen Schlusspunkt gesetzt und einen neuen Anfang aufgezeigt. Sie hat Schluss gemacht mit einem nationalistischen Revanchedenken, das bis dahin ganz Europa beherrscht hatte. Selbst heute gibt es in Europa noch oder sogar wieder dieses Denken. Wir gegen die. Die Heimatvertriebenen waren ihrer Zeit damals weit voraus und sind es bis heute. Denn schon damals haben sie auf Europa als Lösung gesetzt. Würden heute alle Europäer so denken wie die Vertriebenen 1950, wäre vieles einfacher. Erst kürzlich hat Deutschland die Ratspräsidentschaft der EU übernommen. Die Union und der ganze Kontinent durchleben derzeit die vermutlich größte Krise seit der Nachkriegszeit. Jetzt braucht es einen großen Wurf, ein Aufeinanderzugehen der Europäer, die Bereitschaft, die Welt auch einmal mit den Augen der anderen zu sehen. Die Heimatvertriebenen haben das 1950 vorgemacht. Deshalb ist die Charta von Stuttgart heute aktueller denn je. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Silvia Stiersdorfer. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Bachmann und ich habe die Ehre, Sie jetzt durch diese Corona-bedingt zugegebenermaßen etwas andere Fachtagung, digitale Fachtagung, zu begleiten. 70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen, 75 Jahre Flucht und Vertreibung. Sie haben in den beiden Grußworten ja schon gehört, was für ein wichtiges Dokument diese Charta für die deutsche Nachkriegspolitik auch war. Wir wollen dies nun vertiefen und in einen größeren historischen Kontext stellen. Und deshalb freue ich mich jetzt auf das Impulsreferat von Professor Manfred Kittel, Historiker an der Universität Regensburg. 75 Jahre Potsdamer Vertreibungsbeschlüsse, 70 Jahre Stuttgarter Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Ein Rückblick auf die singuläre Integrationsgeschichte der Heimatvertriebenen. Herr Professor Kittel, Sie haben das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einer der wenigen Überlebenden des Untergangs der Wilhelm Gustloff, heute 94 Jahre alt, hat zum 75. Jahrestag dieser Schiffskatastrophe, das war also im Januar, ein Interview in der FAZ gegeben. Der Tod von fast 10.000 Flüchtlingen in der eisigen Ostsee hat diesen Mann ein Leben lang beschäftigt. Von einem Rettungsfloß aus hatte er mit ansehen müssen, wie sich das Heck der Gustloff zum Schluss aufrichtete, wie dann die komplette Beleuchtung wie von Geisterhand noch einmal ansprang und wie schließlich ein furchtbarer Schrei über das Wasser schallte. Den Schrei der Tausenden, die daraufhin ums Leben kamen, hört dieser alte Mann bis heute. Und seit den neuen Migrationsdramen des Jahres 2015 macht er sich wieder besonders viele Sorgen. Sorgen, weil er den Umgang mit Migranten damals, ab 2015, damit vergleicht,
wie die Deutschen nach 1945 mit den Überlebenden der Gustloff und weiteren 10 Millionen Heimatvertriebenen aus dem Osten umgegangen sind. Wir sind nicht sehr solidarisch, so der Eindruck des 94-Jährigen. Und deshalb wisse er, was passiere, wenn sich zu viele Menschen zu uns auf den Weg machen würden. Dann, so sagt er, könnten die Bänder der Gesellschaft bei uns zerreißen. Und davor hat er Angst. Ich kann das, meine Damen, meine Herren, gut verstehen. Vor allem auch die Sorge, ob unsere Demokratie in Deutschland, Europa das aushalten würde. Wobei man die Sache mit der Solidarität der Aufnahmegesellschaft allerdings schon auch noch mal etwas anders sehen kann als der alte Herr von der Gustloff. Denn wenn es nach 1945 so überhaupt gar keine Solidarität der Einheimischen mit den zwangszugewanderten Landsleuten gegeben hätte, dann wäre die Integration definitiv aus dem Ruder gelaufen. Und trotzdem habe ich meine Zweifel, ob man unsere Erfahrungen mit der Aufnahme von 10 Millionen Menschen aus dem deutschsprachigen Kulturraum im Osten nach 1945 im Kern wirklich vergleichen kann mit dem, was potenziell die Aufnahme von 10 Millionen innerhalb weniger Jahre heute etwa aus dem afrikanisch-arabischen Raum wirklich bedeuten würde. Das heißt, Konstellationen und Kontexte der deutschen vertriebenen Integration nach 1945 waren dafür viel zu besonders. Schon wenn man bedenkt, dass das Ganze in der Folge eines singulären Zivilisationsbruchs im Kontext des Nazikriegs stattfand. Und außerdem war bereits die Aufnahme von Millionen deutschen Vertriebenen so herausfordernd und so konfliktreich, dass dies eben alles andere als eine Blaupause liefert für sogar noch schwierigere Integrationsprozesse heute oder morgen. Je größer kulturell mentale Unterschiede zwischen Aufnahmegesellschaft und Migranten, desto schwächer werden auch die Parallelen zur Lage nach 1945. Was dabei auch gerne vergessen wird, die große Mehrheit der deutschen Heimatvertriebenen, die 45, 46, 47 in Bayern, Schleswig-Holstein ankam, die hatte bereits lange vorher die deutsche Staatsbürgerschaft besessen. Ostpreußen, Pommern, Schlesier, Ostbrandenburger, aber auch die Sudetendeutschen seit 1938. Da ging es also schon mal nicht um so komplizierte Fragen wie Asylrecht oder subsidiären Schutz. Nein, im Gegenteil. Die westlichen Besatzungszonen, die SPZ sowieso, waren zur Aufnahme dieser Millionen gleichsam verdammt, alternativlos gezwungen, spätestens seit den Vertreibungsbeschlüssen der Siegermächte in Potsdam 1945 und der Politik, die darauf fußte. Auch die Potsdamer Beschlüsse selbst hatten singulären Charakter. Es gibt in der Geschichte der sogenannten modernen Vertreibungen kein zweites Dokument, das eine Gewaltmigration derartigen Ausmaßes einseitig verfügt hätte, wie das Protokoll dieser Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945. Im Artikel 13 vereinbarten die Siegermächte explizit die bekannte, berühmt-berüchtigte sogenannte ordnungsgemäße Überführung der noch in ihrer Heimat verbliebenen Deutschen aus Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen. Und mit dem Wort Polen waren dabei auch schon die jahrhundertealten Ostgebiete des Deutschen Reiches jenseits von Oder und Neiße gemeint, obwohl die eigentlich zunächst ja nur unter Warschauer Verwaltung gestellt worden waren oder Moskauer Verwaltung. Wie singulär dieser Vertreibungsakt war, zeigt schon der Blick auf die nackten Zahlen. 12, 14, 15 Millionen Menschen, je nachdem, wie man rechnet. Halbwegs zu vergleichen ist das Ganze in der Dimension des Geschehenen allenfalls mit den großen Vertreibungen auf dem indischen Subkontinent nach dem Abzug der britischen Kolonialmacht im Zuge der Partition of India, also der Teilung in ein mehrheitlich hinduistisches Indien und ein muslimisches Pakistan 1947 fortfolgende.
Allerdings besteht der wichtigste Unterschied darin, dass die sogenannten ethnischen Säuberungen im Süden Asiens ihre Dynamik nicht von oben entfaltet hatten, sondern gleichsam von unten. Die neuen Staatsmänner Indiens und Pakistans, Nehru, Jinnah, hatten selbst eben nicht systematisch auf einen Bevölkerungstransfer hingearbeitet. Die 10 bis 15 Millionen Vertriebenen in diesem Fall gehörten außerdem nicht nur einer einzigen, sondern gleich drei verschiedenen Opfergruppen an, Hindus, Muslime und Sikhs. Anders die Potsdamer Vertreibungsbeschlüsse 45. Sie betrafen bekanntlich nur eine Gruppe, die Deutschsprachigen, und sie waren sehr viel mehr. Das Resultat zentralen staatlichen Handelns mit einer langen, langen Vorgeschichte. In ethnischen Säuberungspolitiken seit den Balkankriegen 1912, im rassenideologischen Vernichtungskrieg Nazi-Deutschlands gegen den Osten, in den sogenannten ethnischen Flurbereinigungen Hitlers, aber auch Stalins, in Vertreibungsfantasien der Exilregierungen ostmitteleuropäischer Staaten in London, auch im Expansionswillen des Roten Russland und schließlich leider eben auch in fatalen Überzeugungen auf Seiten der demokratischen Westmächte, das heißt in der Hoffnung Londons und Washingtons, die leidigen Minderheitenprobleme der Zwischenkriegszeit qua Vertreibung ein für alle Mal aus der Welt schaffen zu können. Auf die singuläre Geschichte dieser Vertreibung folgte eine einzigartige, eine höchst spezielle Geschichte der Integration. Und dafür sehe ich im Wesentlichen vier Gründe, vier große Weichenstellungen, und zwar bereits vor Gründung des westdeutschen Teilstaats 1949. Erstens und ganz grundlegend der eben nicht einfach schicksalhaft alternativlose Umstand, dass die deutschen Ostvertriebenen im Westen maximal zerstreut angesiedelt worden waren, unter weitgehendem Verlust ihrer Beziehungsstrukturen am früheren Wohnort. Zweitens das Koalitionsverbot gegen politische Vereinigung der Heimatvertriebenen bis 1949-50. Drittens, wenig bekannt, aber wichtig, die Entscheidung des Parlamentarischen Rates gegen einen Antrag von CDU und CSU bei den ersten Bundestagswahlen 1949 sogenannte Flüchtlingswahlkreise zu bilden. Eine weitere Weichenstellung, viertens, bedeutete es sicher auch, dass sich rasch ein parteipolitischer Konsens herausgebildet hat, die Vertreibung der Ostdeutschen erst einmal nicht als absolut endgültig zu betrachten, sondern die Option Rückkehr im Auge zu behalten, wenn auch seit der Stuttgarter Charta ausschließlich mit friedlichen Mitteln darauf hinarbeiten zu wollen. Was danach kam, einschließlich Lastenausgleich, war so gesehen lange ja, ein Integrationsprozess mit leicht angezogener Handbremse. Der zerstreuten Ansiedlung lag die bekannte Strategie der Siegermächte zugrunde, die Vertriebenen möglichst rückstandsfrei in die deutsche Gesellschaft einzuschmelzen. Je weniger persönliche Beziehungen es vor Ort zwischen den Ostdeutschen gab, desto schwerer konnten sich natürlich auch kollektive Protestformen dieser neuen Underdogs bilden. Nicht nur Stadt- und Ortsgemeinschaften, oft selbst Familien, hat man auf diese Weise gezielt auseinandergerissen. Ergebnis des Ganzen, dass etwa die Bewohner eines früheren 2000-Einwohner-Dorfes im Osten 1947 im Westen in sage und schreibe 158 verschiedenen Orten verstreut lebten. Sicher, nach dem, was von deutscher Seite in der NS-Zeit angerichtet worden war, wird man den Alliierten kaum einen großen moralischen Vorwurf machen können, dass sie so agierten. Sie wollten einfach nichts unversucht lassen, um auch nur potenzielle Gefahren für die öffentliche Sicherheit in ihren Besatzungszonen möglichst klein zu halten. Es ist aber auch richtig, dass für die politische Kraft und die kulturelle Identitätswahrung auch der Vertriebenen diese tendenzielle Atomisierung in der westdeutschen Gesamtgesellschaft schon ausgesprochen nachteilig war, zu schweigen von der menschlichen Dimension.
Wer einmal die Strukturen in einer klassischen vertriebenen Gemeinde wie Waldkraiburg oder Neugablonz aus nächster Nähe erlebt hat, der ahnt, was es bedeutet hätte, wenn es nicht nur ein paar Handvoll solcher Siedlungen in der Bundesrepublik gegeben hätte, sondern vielleicht viele tausend. Bedeutet hätte nicht zuletzt für die Bewahrung der wundervollen ostdeutschen Dialekte, die zumindest im Alltag heute ja praktisch alle ausgestorben sind. Ähnlichen Zwecken wie die Zerstreuung diente dann das Koalitionsverbot. Die Besatzungsmächte hatten es verhängt gegen die Vertriebenen, weil sie nicht wollten, dass die Ostdeutschen eigene Verbände gründeten. Amerikaner wie Briten wollten eben um jeden Preis verhindern, dass die soziale Polarisierung zwischen Einheimischen und Vertriebenen, der Kampf um Lebensmittel, zunächst ja auch noch knappen Wohnraum, Arbeitsplätze, dass dies mittels aktiver politischer Vertriebenenvereinigung unmittelbar auf die politische Ebene auch durchschlug. Der Aufbau der neuen Demokratie sollte auf keinen Fall dadurch belastet werden. Meines Erachtens wurde das Vereinigungsverbot dann allerdings selbst zu einer zumindest Hypothek auf dem Weg der Demokratisierung. Es hat sich nämlich rasch gezeigt, dass in den lizenzierten Parteien einheimischer Prägung die Ostdeutschen oft einen ziemlich schweren Stand hatten. Nicht zuletzt, natürlich, da zeigt sich ja immer bei der Aufstellung von Wahllisten die Stunde der Wahrheit, sind sie des Öfteren majorisiert worden. In den ersten Landtagen, auch noch im Parlamentarischen Rat, waren die Ostvertriebenen klar unterrepräsentiert. Im Parlamentarischen Rat etwa, je nachdem wie man zählt, saßen gerade mal 2 oder 3 von 70. Es waren dann vor allem Politiker von CDU und CSU, die in diesem Übelstand seit Herbst 1948, sehr zu Recht, zunehmend den Keim einer eigenen Partei der Ostdeutschen heranreifen sahen. Und ihre Antwort darauf, die Einführung sogenannter Flüchtlingswahlkreise, neben den normalen Wahlkreisen bei den ersten Bundestagswahlen 1949. Nach diesem Modell von CDU-CSU im Parlamentarischen Rat im Mai 1949 offiziell vorgeschlagen, wären die Flüchtlingswahlkreise vom Gebietsumfang her größer gewesen als die normalen übrigen. Und sie hätten, weil dort nur die Vertriebenen stimmberechtigt gewesen wären, aktiv wie passiv, definitiv zu einer dem ostdeutschen Bevölkerungsanteil auch wirklich entsprechenden Vertretung im Bundestag geführt. Es ist dann von Unionsseite auch mehrfach klargestellt worden, dass diese Flüchtlingswahlkreise nur eine vorübergehende Maßnahme sein sollten. Aber selbst das hat eine etwas seltsame Mehrheit aus SPD, FDP und KPD, die es ja damals noch gab, verhindert vor allem mit verfassungspolitischen Argumenten. Wobei, wie so oft, steckten dahinter im Kern nicht zuletzt parteipolitische Machtkalküle. Eigene Flüchtlingswahlkreise 1949, das hätte bedeutet, dass es dann eben nicht dem Zufall überlassen geblieben wäre, ob die heimatvertriebene Minderheit wenigstens ihrem echten prozentualen Anteil an der Bevölkerung entsprechend im Parlament vertreten sein würde. Die Neubürger aus dem Osten machten bundesweit ja zunächst so circa 16% aus, bald sogar noch etwas mehr an die 20%. Immerhin, aber eben stets nur eine gesellschaftliche Minderheit. Nicht nur im Parlamentarischen Rat, anfangs auch dauerhaft sollten sie dann relativ wenige Abgeordnete stellen, im Bundestag im Schnitt nicht mehr als so circa 10% und eben nicht 20. Und das hatte natürlich Folgen für ihre politische Präsenz, für ihre politische Durchschlagskraft etc. Diese Weichenstellung gegen eigene Flüchtlingswahlkreise lief letztlich darauf hinaus, eine Sondergesetzgebung im vertriebenen Bereich, die das Koalitionsverbot ja zweifellos eingeleitet hatte, jetzt plötzlich wieder zu stoppen. Und zwar ganz offensichtlich zu Ungunsten der Ostdeutschen. Kein Wunder, dass genau an diesem Punkt
die eigentliche Geburtsstunde des BHE zu verorten ist, des Blockes der Heimatvertriebenen und Entrechteten, wie er sich nannte. Das Problem dieser Vertriebenenpartei BHE war von Anfang an allerdings das, dass sich viele politisch engagierte Ostdeutsche und nicht die schlechtesten zu dieser Zeit längst auf eine der lizenzierten Parteien, CDU, CSU, FDP, SPD, festgelegt gehabt hatten. Und das war auch einer der Hauptgründe, weshalb der BHE den Fehler machte, sich eben nicht als glasklar sozialpolitische Interessensvertretung der Ostdeutschen zu profilieren, sondern als eine allgemeine nationale Rechtspartei für alle, auch für die Einheimischen. Aber eine solche Omnibus-Strategie war für die Durchsetzung einer reinen vertriebenen Sozialagenda vollständig kontraproduktiv. Und es kam erschwerend hinzu, dass ein vertriebenen Einheitsverband, der BDV, wie wir ihn heute kennen, erst spät, Ende der 50er Jahre, gegründet werden konnte. Bis dahin aber herrschte lange, allzu lange, ein ziemlich wilder Dualismus zwischen dem Zentralverband der vertriebenen Deutschen auf der einen Seite und dem Dachverband der Landsmannschaften auf der anderen. Zeitgenössisch war manchmal sogar von einem eisernen Vorhang zwischen diesen beiden Richtungen der Vertriebenen die Rede. Die einen wollten im Hier und Jetzt eine vor allem sozialpolitisch ausgerichtete Vertriebenen-Gewerkschaft sogar sein. Die anderen kümmerten sich in erster Linie um die Ostpolitik und um eine mögliche Rückkehr in die alte Heimat. Aber sie konnten das natürlich auch umso überzeugter auf der Basis der von allen demokratischen Parteien in Bonn gemeinsam vorgenommenen entscheidenden Weichenstellung, nämlich die Ostgrenzen erstmal nicht als endgültig zu akzeptieren. Sie wissen ja aus heutiger Sicht, wird das ja, dieses Nicht-Akzeptieren der Ostgrenzen in den 50er Jahren, ja gemeinhin als Illusion in Zeiten des Kalten Krieges bestenfalls belächelt. Damals aber, und ich glaube, auch das sollte man nicht übersehen, half die Hoffnung auf Rückkehr auch über so manche Zumutung während des frühen Integrationsprozesses hinweg, nicht zuletzt über viele Gesten der Ablehnung seitens der Einheimischen. Wenn man im Hinterkopf ja doch hatte, vielleicht kann man wieder zurück. Ich erinnere hier nur an den verbreiteten einheimischen Spruch von den drei größten Übeln der Nachkriegszeit. Im Emsland war das geläufig. Bayerische Beispiele habe ich jetzt erstmal nicht gesucht. Wildschweine, Kartoffelkäfer und die Flüchtlinge aus dem Osten seien die drei größten Übel der Nachkriegszeit. Als dann 1949 die Bundesrepublik gegründet wurde, waren die großen Weichen der vertriebenen Integration also längst gestellt. Das Wichtigste, was jetzt noch dazu kam, war das Gesetz über den Lastenausgleich anno 1952. Dessen eigentliches Verdienst war, denke ich, ein vor allem psychologisches. Als Prototyp eines Soli hat dieses Lastenausgleichsgesetz den Millionen Vertriebenen nämlich gezeigt, dass dieser neue demokratische Staat auch für sie da ist, dass er was für sie tut, anders als damals dem Anschein nach Weimar, die Weimarer Republik für die Kriegsveteranen, Klammer zu, dass dieser Bonner Staat etwas für sie tut, fast 150 Milliarden Mark immerhin im Lauf der Jahrzehnte. Und gerade auch Leistungen, die gar nicht so einen riesigen Teil dieser Gesamtsumme ausmachten, Ausbildungsförderung, qua Lastenausgleich, ja, sowas gab es, waren im Ziel besonders wirkungsvoll. Vertriebenenkinder waren ja bekanntlich besonders bildungsorientiert. Nur, was ursprünglich im Mittelpunkt hätte stehen sollen, die Entschädigung für verlorenes Grund- und Betriebsvermögen, die fiel letztendlich doch ziemlich bescheiden aus. Nicht mehr als 20% im Schnitt sind entschädigt worden. Das heißt, der alte ostdeutsche Mittelstand, der bäuerliche, der gewerbliche Mittelstand jedenfalls, kam im Westen
nur zu weniger als der Hälfte wieder auf die Beine. Und das wird in rosaroten Erfolgsbilanzen manchmal so ein bisschen ausgeklammert. Aber zur historischen Realität gehört eben auch, dass die Präambel dieses Lastenausgleichsgesetzes 1952 zwar verheißen hatte, die Leistungen den volkswirtschaftlichen Möglichkeiten immer anzupassen, dass das aber dann bei weitem so nicht geschehen ist. Sonst hätte der Lastenausgleich im Wirtschaftswunder nämlich dem Volumen nach 2- oder 3-mal größer ausfallen können und müssen. In meinem neuen Buch zur Geschichte des Lastenausgleichs, Stiefkinder des Wirtschaftswunders, Fragezeichen, großes Fragezeichen, wird man das in wenigen Tagen auch nochmal nachlesen können. Übrigens auch in diesem Fall gilt einmal mehr, dass die bayerischen Zahlen besser aussahen als der bundesdeutsche Schnitt, aber so viel nur am Rande, weil wir heute hier in München sind. Generell, was die bundesdeutsche Entwicklung insgesamt betrifft, ist und bleibt, trotz aller Fragezeichen, die man machen muss, die ich auch deswegen hier gemacht habe, eines im Endergebnis weiterhin völlig richtig. Die Integration der Heimatvertriebenen, sie gehört mitten hinein in die große Erfolgsgeschichte der zweiten deutschen Demokratie. Nur letztlich integrationsentscheidend war eben gar nicht der Lastenausgleich oder das Bundesvertriebenengesetz oder andere Einzelmaßnahmen, sondern etwas ganz anderes, nämlich das Wirtschaftswunder als solches. Ohne den ökonomischen Megaboom in unserem bedingungslos besiegten und zerstörten Land in der sehr, sehr, sehr speziellen Folge eines totalen Krieges hätte es ein paralleles Integrationswunder in den 50er Jahren so nie und nimmer gegeben. Das heißt, der Lastenausgleich brauchte gar nicht so groß zu sein, eben weil es ein noch viel größeres allgemeines Wirtschaftswunder gab, Ludwig Erhard vor allem, sei Dank, und Konrad Adenauer. Nicht zuletzt deshalb auch, denke ich, war dieser Integrationsprozess ein so singulärer. Wenn man diese ja insgesamt durchaus gemischten Integrationsbilanzen reflektiert, dann ist es nochmal besonders erstaunlich, wie eindeutig und wie früh die deutschen Vertriebenen jedem politischen Radikalismus eine Absage erteilt haben. Und damit bin ich bei der Stuttgarter Charta der deutschen Heimatvertriebenen vom August 1950. 5 Jahre genau nach den Potsdamer Vertreibungsbeschlüssen. Ganz bewusst ja auch auf diesen Termin angesetzt, proklamiert vor an die 100.000 Vertriebenen, symbolträchtig vor der Ruine des Stuttgarter Schlosses. Wir wollen an einem versöhnten Europa mitwirken und den Teufelskreis von Rache und Vergeltung durchbrechen. Das war die Kernbotschaft. Was für ein großes Zeichen aus dem Mund von Menschen, die damals ja zum größten oder zum großen Teil buchstäblich noch im Dreck saßen, in ärmlichsten Flüchtlingsbaracken, Flüchtlingszimmerchen irgendwo im Keller oder auf einem sterbenskalten Dachboden. Das Hauptanliegen der Stuttgarter Charta bestand darin, die heimatpolitischen Forderungen der Vertriebenen, also das Recht auf Rückkehr, mit einem feierlichen Gewaltverzicht im europäischen Geist zu verbinden. Wir Heimatvertriebenen, so heißt es im Text wörtlich, verzichten auf Rache und Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im Besonderen das letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat. Zitat Ende. Kritiker der Charta haben hier ja nun bemängelt, dass die deutsche Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg nicht klarer, nicht deutlicher zur Sprache komme. Ich muss sagen, ich finde, das ist eine etwas akademische Kritik an einer Opfergruppe, deren zutiefst traumatisierende Erfahrung damals ja gerade maximal 5 Jahre zurücklag. Man muss sich dabei doch immer wieder auch klar machen, dass die Überzeugung selbst, weitgehend schuldlos, Opfer geworden zu sein,
eben alles andere als eine Besonderheit der deutschen Heimatvertriebenen war. Die ganze bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft verstand sich doch damals im Grunde als eine Gesellschaft von Opfern. Und fast jeder hatte ja auch tatsächlich Angehörige verloren, ob bei der Vertreibung an der Front, Fliegerangriffe etc. Kann man in dieser frühen Phase wirklich schon eine größere, auch individuelle Bereitschaft der Menschen erwarten, sich intensiver mit den sicherlich fürchterlichen Verbrechen zu befassen, die von deutschen Tätern leider in unzähligen Fällen vorher selbst begangen worden waren? Ich habe da so einige Zweifel, zumal ja auch eine staatlich offizielle Erinnerungskultur, wenn auch sehr vorsichtig, aber auch schon früh in den 50er Jahren sichtbar wird. Ich erinnere an Reden von Bundespräsident Theodor Heuss in Bergen-Belsen 1952, die Initiativen Konrad Adenauers in Sachen Wiedergutmachung 1953 und anderes. Das Entscheidende aber an der Stuttgarter Charta bleibt der Gewaltverzicht in einem neuen europäischen Geist. Das war wirklich zukunftsgerichtet, zukunftsweisend. Und in der Folgezeit konnte sich aufgrund dessen von den ostdeutschen Landsmannschaften eigentlich nur noch bedroht fühlen, wer sich auch unbedingt bedroht fühlen wollte, die nationalkommunistischen Regierungen in Warschau und Prag vor allem. Denn selbst in der Hitze der Ostvertragsdebatten haben die Vertriebenen später die Schwelle zur Gewalt ja nie auch nur ansatzweise überschritten. Dabei zeigt schon der Blick etwa auf die Nachfolgestaaten Britisch-Indiens oder auf die palästinensischen Terroristen, welche Richtungen ein ungelöstes Flüchtlingsproblem eben auch nehmen kann, wenn es an der prinzipiellen Bereitschaft zur Versöhnung mangelt. Insofern kann man, glaube ich, summa summarum schon sagen, in der Weltgeschichte ist kaum ein Gebietsverlust, noch dazu dieser Größenordnung, friedlicher und demokratischer bewältigt worden als der des Deutschen Ostens durch die Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Und nicht zuletzt, auch in dieser Hinsicht, war die Vertriebenenintegration in Deutschland ein singuläres Geschehen. Ja, Millionen Deutsche mussten in der Folge des Zweiten Weltkrieges aus ihrer Heimat fliehen, wurden vertrieben. Sie fanden Heimat in den westdeutschen Besatzungszonen, eine neue Heimat, allerdings unter großen Schwierigkeiten. Eine wichtige Etappe auf dem Weg der Integration wie auch auf dem Weg der Aussöhnung mit den Nachbarn im Osten war die Charta der Heimatvertriebenen, die am 5. August 1950, also fast auf den Tag genau, vor 70 Jahren in Stuttgart unterzeichnet wurde. Über die Bedeutung dieses historischen Dokuments wollen wir jetzt diskutieren und ich darf an meiner Seite begrüßen, Ladies First, die Landtagsabgeordnete und Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Frau Silvia Stiersdorfer, den Historiker und Gründungsdirektor der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Herrn Professor Manfred Kittel, herzlich willkommen. Und last but not least, einen Mann, der 1940 in Klantendorf in Nordmähren, heute Tschechien, geboren wurde, einer der engsten Vertrauten von Helmut Kohl war, später in die Wirtschaft ging und von 1999 bis 2008 der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz war. Ich freue mich, dass Horst Teltschik heute bei uns in der Runde ist. Herr Teltschik, Sie sind Zeitzeuge, haben als Kind die Vertreibung am eigenen Leib erlebt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Ereignisse, an Ihre Kindheit, an die Vertreibung? Ja, ich bin ja Jahrgang 1940 und bin mit meiner Mutter und zwei Brüdern 4 Jahre später, also als Vierjähriger, auf die Flucht gegangen. Und ich war mit meiner Mutter und meinen zwei Brüdern insgesamt 2 Jahre unterwegs, bis wir einen Tag vor meinem Geburtstag am 13. Juni 1946 in Tegernsee ankamen. Als wir loszogen,
erstaunlich früh, nicht? Das war Frühjahr 1944. Mein Vater war zum zweiten Mal Soldat in der Sowjetunion, war kurz zu Hause vorbeigekommen, hatte meiner Mutter gesagt, mach alles dicht. Meine Mutter leitete eine Gastwirtschaft. Ja, der Krieg ist verloren. Die Sowjets sind nicht aufzuhalten, die Rote Armee. Sie soll weggehen in Richtung Westen. Und um dem Nachdruck zu verleihen, hat er unseren beliebten Schäferhund Waldi erschossen. Also er hat es wirklich ernst gemeint. Frühjahr 1944. Und meine Mutter ist dann mit uns drei Jungs in Richtung Westen gegangen, in mehreren Etappen von Verwandten zu Verwandten. Und dann sind wir am Ende 1946 in Tegernsee angekommen. Mhm. Und weil viel über, manchmal heute über Not gesprochen wird, will ich nur erzählen, was wir zu unserem 6. Geburtstag bekommen haben, 1946. Es war aufregend, ein Marmeladebrot. Und das Besondere für uns war die Marmelade. Ja? Das war unser Geburtstagsgeschenk zum 6. Geburtstag. An die Flucht selbst habe ich nur punktuelle Erinnerungen, nicht? Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter, mein Zwillingsbruder und mich, wir waren Zwillinge, unsere Köpfe ins Gras gedrückt hat, damit wir nicht schreien, weil sowjetische Soldatenkolonnen vorbeizogen. Oder eine Explosion, vorher einen LKW gesehen, der plötzlich weg war, nur noch ein tiefes Loch. Also solche punktuelle Ereignisse bis zu dem Ereignis, dass ich mal selbst eine Scheune in Brand gesetzt habe. Wir waren in einem tschechischen Dorf untergebracht, in einem Haus. Da war die Toilette außerhalb des Hauses. Und ich war auf dem Weg dorthin und gegenüber war ein Heustadel mit frischem Stroh. Und ich hatte Streichhölzer in der Hosentasche und habe da ein bisschen Stroh weggeräumt und angezündet und bin in der Zwischenzeit aufs Häusel gegangen. Als ich rauskam, brannte der ganze Strohhaufen. Nicht? Aber dadurch, dass mein Zwillingsbruder und ich dann laut um Hilfe gebrüllt haben, kamen die ganzen Leute und stellten sich mit Eimern, machten sie eine Kette zum Bach und löschten. Und wir wurden sogar belobigt, dass wir so laut Hilfe gerufen hätten. Nicht? Also solche punktuellen Ereignisse hat man als Kind in Erinnerung und die Geschichte, dass mein ältester Bruder mit 14 auf einer Schule in Pilsen war und im Frühjahr 1945 wurde die ganze Schulklasse zur Wehrmacht eingezogen, bekam 2 Wochen Ausbildung mit einem Feldwebel und einem Maschinengewehr, sollten sie die sowjetische Armee aufhalten. Sind das natürlich sehr schnell in sowjetische Gefangenschaft geraten. Und zum Glück hat ein sowjetischer Offizier zu meinem Bruder gesagt, dabei, dabei, hau ab. Und dann ist er allein in den Westen gegangen und hat später erzählt, dass er tote Soldaten untersucht hat, ob sie noch was Essbares in den Taschen hätten. Das ist seine Erinnerung. Tja. Und dann sind wir eben 1946 in Tegernsee angekommen. Inwieweit hat sie diese Geschichte für ihr Leben, auch für ihr politisches Leben, für ihr politisches Wirken geprägt? Ja, diese Erfahrung und das Einleben in einen oberbayerischen Ort namens Tegernsee, am Tegernsee, der hatte damals den berühmten Namen Lagum Die Bonzo, weil eine Reihe von ehemaligen Nazi-Größen sich dort niedergelassen hatten. Heute können sie auch Lago di Bonzo sagen, aber aus anderen Gründen. Und
Wir sind im berühmten Bräustüberl untergebracht worden, auf amerikanischen Feldbetten. Nicht? Heute ist das Bräustüberl der beliebteste Ort in Tegernsee, wo die ganzen Münchner beispielsweise am Wochenende ihr Bier trinken und ihre Weißwurst essen. Und dann sind wir zwangsweise einquartiert worden in die Privathäuser, aber nicht zur Freude der Besitzer. Ja. Und ich kann nur sagen, ich habe sehr spezifische Erfahrungen als Flüchtling. Als ich 1960 mein Abitur gemacht habe und an Tegernsee gefragt wurde, wer ist denn dieser junge Mann, weil ich war auch noch als Abiturient Ministrant, wie die meisten Flüchtlinge auch Ministranten waren, die katholisch waren. Die meisten waren ja katholisch, die Sudetendeutschen. Ich hatte mir aus Protest gegen meinen Lehrer einen Bart wachsen lassen. Fidel Castro war damals sehr populär, aber noch als Freiheitskämpfer. In die Ecke hätte ich Sie jetzt gar nicht eingeordnet. Und wenn ein Tegernseer gefragt wurde, wer ist denn dieser junge Mann mit dem Bart, hat er nicht gesagt, das ist der Horst Hiltschik, sondern hat 1960 noch geantwortet, das ist ein Flüchtling. Mhm. Ja? Wir waren immer Flüchtling. Erst als ich dann in der Politik war, in Bonn, im Fernsehen auftauchte und nach Tegernsee kam, hieß es, ja, du bist doch unser Bub. Die haben wir doch immer gesehen, wo du bist doch da zur Schule gegangen. Ja, habe ich gesagt, ich bin euer Bub. Ja, ja, jetzt hat er auf einmal, gell? Ja, das sind so Erfahrungen als Flüchtling in Bayern. Herr Professor Kittel, man kann ja die Charta, über die wir heute auch diskutieren, vor allem dann nur richtig beurteilen, wenn man sie im Kontext der Zeit sieht, in der sie entstanden ist. Mhm. Die Zeit haben wir jetzt gerade auch ein bisschen gehört, sozusagen durch die Schilderung von Herrn Teltschik. Wie hat man sich denn die Stimmungslage unter den Vertriebenen in dieser Zeit, 50er Jahre, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, vorzustellen? Also man muss sagen, dass entscheidende Thema war damals, auch wenn das in der Charta dann schriftlich fixiert worden ist, erstmal eigentlich gar nicht die Frage Rückkehr in die Heimat und wann und mit welchen Mitteln, sondern das entscheidende Thema war noch viel existenzieller, sozusagen das pure, zwar nicht mehr Überleben, aber doch sozusagen dass die materielle weitere Existenz, Eingliederung in den Arbeitsmarkt, ins Berufsleben. Das war sozusagen das entscheidende Movens. Und es hat ja durchaus auch auf den Reden, die dann in Stuttgart oder am Tag vorher schon in Bad Cannstatt, da gab es ja eine kleine Vorveranstaltung, gehalten worden waren, hat es ja durchaus auch Forderungen ziemlich massiver Art gegeben. Jetzt endlich muss der Lastenausgleich, das war damals schon der Terminus technicus, aber kommen, über den ja schon länger seit 1948 diskutiert worden war. An erster Stelle der streitbare, in seiner Persönlichkeitsstruktur nicht immer ganz einfache Linus Kather, ein katholischer Ostpreußer aus dieser kleineren katholischen Region Ostpreußens aus dem Ermland. Der hat mit seinem Zentralverband der vertriebenen Deutschen dieses Thema sehr stark gemacht, wohingegen aber auf der anderen Seite die Landsmannschaften und auch ihr Dachverband stärker diese ost- und heimatpolitischen Themen auf ihr Panier geschrieben hatten. Und das war insofern, könnte man im Grunde diese Stuttgarter Charta durchaus auch in die Richtung interpretieren, dass sich da sogar die Seite der Landsmannschaften stärker durchgesetzt hat als Kather selbst, weil der Lastenausgleich jetzt im Kather-Text nicht die große, ganz große Rolle spielt. Aber der Linus Kather hat dann gleichwohl seine Position als einer der Hauptredner auf der Kundgebung eben ausgenutzt, um in Anwesenheit des Vizekanzlers Blücher, Adenauer hat es kurzfristig abgesagt, weil er gedacht hat, das könnte ein bisschen schwierig werden. Und tatsächlich hat Linus Kather dann massiv, es war ja dann ein Jahr nach der Regierungsbildung, nach der ersten Regierungsbildung in Bonn,
ziemlich deutlich eben dann auch diese schleppende Lastenausgleichspolitik der Bundesregierung kritisiert, weswegen Vizekanzler Blücher, FDP, der die Bundesregierung dann auf Geheiß Adenauers zu vertreten hatte, auch überhaupt nicht erbaut gewesen sein soll. Also das war so ein bisschen das Umfeld dieser Charta, die aber leider, so wichtig sie ist, auch bisher in der Geschichtswissenschaft vergleichsweise wenig erforscht worden ist, noch aus Gründen jetzt anderes. Kommen wir vielleicht nochmal darauf zu sprechen. Um noch so ein bisschen ein Gefühl auch für die Zeit zu bekommen, über die wir sprechen. Ich bin in unser Zeitungsarchiv mal ein bisschen tiefer reingestiegen und habe einen Artikel gefunden aus der Stuttgarter Zeitung über diese Kundgebung, als die Charta 1950 in Stuttgart proklamiert wurde. Und darin schreibt mein Kollege sozusagen, auf den ersten Blick ist es erkennbar, hier steht der fünfte Stand. Das sind Menschen, denen man ihr schweres Los nicht nur an der dürftigen und verschossenen Kleidung ansieht. Ihr Schicksal, die grauenhaften Erlebnisse ihrer Flucht vor 5 Jahren haben sich in die Gesichter eingezeichnet. Das sind ernste, resignierende Gesichter, die keinen Zweifel darüber lassen, dass diese Demonstration nichts mit einem fröhlichen Heimattreffen zu tun hat. Wie haben Sie sich gefühlt? Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Wie haben sich Ihre Eltern damals, Ihre Mutter damals gefühlt in der jungen Bundesrepublik, so wie es der Kollege geschrieben hat, der fünfte Stand? Also hat man sich da so erst noch mal zurückgesetzt gefühlt? Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das bei den Sudetendeutschen, mit denen ich zusammengelebt habe und zu tun hatte, ich habe ja eine sehr große Verwandtschaft. Die Kinder meines Großvaters, der hatte 12 Kinder, 6 Damen und 6 Herren. Da war das nie ein Thema. Ja? Mhm. Das Thema nach Ankunft in Bayern war zu überleben. Mhm. Ja? Wir wurden ja zwangseinquartiert in Einfamilienhäuser, mussten sehr beengt leben. Wir wussten, dass das kann kein Dauerzustand sein. Ja, und dann von was leben wir? Nicht? Also mein Vater hat, und das habe ich von meinem Vater gelernt, der 46 aus der Gefangenschaft zurückkam, was immer sich angeboten hat, hat er getan. Der hat nicht gefragt, ob er dazu gut ist oder nicht zu gut ist für so eine Arbeit. Wenn es eine Arbeit war und Geld gegeben hat, hat er es gemacht. Genauso meine Mutter, Heimarbeit von morgens bis abends. Mhm. Und ich als Junge, also als es soweit war, habe ich Zeitung ausgetragen, habe in den Ferien am Bau gearbeitet, bin noch nie auf die Idee gekommen oder meine Eltern, dass wir in Urlaub fahren müssen. Nicht? Mhm. Das war, also meine Eltern waren nie im Urlaub. Ja, und wir auch nicht als Kinder. Ist uns auch nicht abgegangen. Nicht? Ich hatte den Nachteil, dass ich Zwilling war, weil wir müssten, wenn Ski fahren, dann brauchten wir 2 Paar Ski. Und das konnten meine Eltern nicht leisten. Also hat keiner Ski bekommen. Ja? Genauso Schlittschuhlaufen. Wenige Meter von unserem Haus war ein Eishockeyplatz. Ja? Ja, nur 2 Paar Eishockey-Schlittschuh war nicht drin. Ja. Das war aber nicht das Thema. Das Thema war, satt zu werden, zu überleben. Mhm. Und es war auch kein Gedanke zurück, nicht, von meiner Familie, die ja in Deutschland und international sehr weit verbreitet ist. Da habe ich nie erlebt, dass da eine Diskussion war, kommen wir jemals zurück? Das war abgeschlossen. Mhm. Ja. Die Frage war, hier und jetzt Fuß zu fassen und eine Existenz aufzubauen. Und Franz Josef Strauß, der bayerische Ministerpräsident, hat ja zu Recht gesagt, die Industrialisierung Bayerns ist ein Stück des Werks der Vertriebenen. Mhm. Ja. Und ich habe in der Verwandtschaft auch welche, die dann Geschäft aufgemacht haben, die Unternehmen gegründet haben. Wir kommen ja aus einer industriellen Gegend, nicht? Landwirtschaftlich, wie aber auch industriell. Diese Frage, Frau Stiersdorfer, die Herr Telschik gerade anspricht,
wollen wir wieder zurück in die alte Heimat, in Ihrer Familie, Ihre Großeltern sind ja auch Heimatvertriebene. Da wurde auch darüber diskutiert, haben Sie mir, ich verrate es, im Vorgespräch erzählt. Da gab es aber durchaus unterschiedliche Meinungen. Das ist richtig. Also meine Großeltern hatten zum Glück das große Glück, dass die Familie zusammengeblieben ist bei der Vertreibung und dass innerhalb der Familie dann niemand zu Schaden gekommen ist. Dass eben, aber es war natürlich schon so, vor allem für meine Oma. Also wir haben eine kleine Landwirtschaft über den Lastenausgleich, dann wieder haben wir angefangen, wir hatten drüber Landwirtschaft und da haben sie es wieder aufgebaut. Und die haben mit angepackt, aber im Herzen hat es schon immer ihre Heimat gehabt, das weiß ich. Und mein Opa war da realistischer, aber die Oma, die, ja, sie hat sicherlich auch gewusst, aber im Grunde genommen hat sie schon den Wunsch gehabt, das muss ich sagen. Mhm. Dieses Recht auf Heimat steht ja auch ganz zentral in der Charta, auch wenn man das Original sich anschaut, ist es ja groß geschrieben in diesem Original. Wie ist das einzuordnen aus Ihrer historischen Sicht, Herr Professor Kittel? Das ist insofern ist ja auch interessant, was Teltschik und auch Frau Stiersdorfer dazu aus der Familiengeschichte erinnern, dass es vielleicht auch gar nicht so das ganz große Thema zumindest war. Politisch gesehen war es natürlich schon ein größeres Thema, weil wir Anfang der 50er Jahre ja nun sozusagen in der vollen Eskalationsphase auch des Kalten Krieges, der Ost-West-Auseinandersetzung sind, wo das natürlich auch die Frage, ob das alles endgültig ist, was da in Potsdam vereinbart worden war, natürlich ja eminent politisch war. Wenn es nicht endgültig war, dann hatte das sozusagen aus einer bestimmten westlichen Perspektive ja sozusagen auch den Vorteil, dass es diese sowieso nicht sehr beliebten Regierungen, noch dazu kommunistischen, im sogenannten Ostblock, ja, so ein bisschen, also jedenfalls nicht dazu beitragt, dass die noch stabiler werden, als sie vielleicht damals im Begriffe waren, zu werden. Und das, diese große Politik hat da natürlich immer eine Rolle gespielt, vor allem bei der Oder-Neiße-Linie oder der Frage, ob das zu einer Grenze wird. Und mit Abstrichen dann natürlich auch bei der Frage, wie das im deutsch-tschechoslowakischen Verhältnis ist mit der Gültigkeit des Münchner Abkommens. Das ist eher sozusagen auch von der großen Politik im Grunde hineingetragen worden, kann man sagen. Ich meine, aus heutiger Sicht, dann wird man aber natürlich ja ohnehin auch sagen müssen, ich weiß nicht, ob da Konsens ist, aber im Prinzip ist natürlich schon die Aussage, dass man auf die Anwendung von Gewalt verzichtet, war im Grunde faktisch doch auch bereits nahezu die Anerkennung dessen, dass das wohl so bleiben wird, wie es geworden war. Denn welche anderen Mittel standen denn sozusagen zur Verfügung? Diplomatischer Druck, wirtschaftlicher vielleicht, so wie damals in den 20er Jahren Stresemann sich überlegt hat, dass man, damals waren ja die Ostgrenzen auch schon umstritten, vielleicht dadurch auch Grenzen ändern könnte. Moralisch-politischer Druck vor der Völkergemeinschaft, natürlich aber auch angesichts der Vorgeschichte mit dem Dritten Reich, war es mit diesem moralischen Druck dann von deutscher Seite auch nicht so ganz einfach. Also ich glaube schon faktisch, aber es war eben durchaus dann im Grunde eine, und das war der Vorteil im Grunde auch daran, wie es gelaufen ist, man hat sich sozusagen dieser endgültigen Anerkennung des territorialen Status quo sozusagen in Etappen genähert. Und das hat gerade auch denen unter den Vertriebenen wie ihrer Großmutter und anderen es auch erleichtert, sich damit sozusagen etappenweise zu arrangieren. Und insofern ist es ja vieles im Nachhinein betrachtet bei der deutschen Vertriebenenintegration wirklich erstaunlich
glücklich im Endergebnis gelaufen. Auch vieles von dem, was eigentlich sehr konfliktträchtig und schwierig war. Aber ich muss sagen, ich habe aufgrund dessen auch eigentlich nie so ganz verstehen können, dass man im Grunde diese Aussagen, die auch an dem Pfingsttreffen der Vertriebenen kamen, die auch immer impliziert haben, sozusagen an der Stuttgarter Charta festzuhalten, aber wir wollen und die Weltgemeinschaft, denn das muss man sich ja auch immer vor Augen halten. Das Recht auf die Heimat ist schon ein wichtiges Recht und wir sind heute ja Vertrag von Dayton, mit dem der Bosnienkrieg dann zu Ende ging in den 90er Jahren. Da ist es ja dann auch sogar verankert worden und etwa die Hälfte der Bosnier konnte ja dann auch in die Heimat zurück. Das ist schon ein wichtiges völkerrechtliches Instrumentarium. Und dass es jetzt im deutschen Fall aufgrund verschiedenster Kontexte und der Entwicklung mit dem jahrzehntelang anhaltenden Kalten Krieg und der Ost-West-Konfrontation eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, okay. Und der wirtschaftliche Wohlstand im Westen hat natürlich den Westdeutschen, vor allem Heimatvertriebenen, es auch erleichtert, sich damit abzufinden. Nur von Prinzip her muss man natürlich im Prinzip, es kann auch nicht sein, dass man Menschen ohne weiteres aus ihrer Heimat wegschaffen kann und dann davon ausgehen kann, dass nichts weiter passiert und dass das von der Staatengemeinschaft akzeptiert wäre. Das wäre ja nun auch ein falsches Signal. Was ich persönlich besonders bemerkenswert fand, auch beim Lesen der Charta, Frau Stiersdorfer, war diese klare Ausrichtung nach Europa. Ich darf auch noch mal hier einen Satz zitieren. Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können. Also dieses demonstrative Ziel Einheit Europa. Weshalb haben die Heimatvertriebenen da schon 1950 drauf gesetzt? Ja, weil sie wussten erstens einmal, dass der Nationalsozialismus Deutschland und Europa ins Unglück geführt hat und dass letztendlich Deutschland auch isoliert war und sie letztendlich auch Verbündete brauchten und sie eigentlich nur in Europa die Möglichkeit sahen, auch dementsprechend ihre Interessen mit durchzusetzen, umzusetzen. Und deshalb war Europa letztendlich, sagen wir, war das auch so wichtig bei dieser Charta. Der Krieg war zu Ende und es musste der Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt endlich durchbrochen werden. Und ich glaube, das war auch letztendlich, sagen wir mal, der wichtigste Punkt oder die wichtigen Punkte. Wenn man schaut, 1989 ist es ja gelungen mit Europa, dass wir eben hier, dass es auch für die Menschen in Osteuropa wieder attraktiv war, eben und dass man eben hier wieder Möglichkeit gehabt hat, jetzt in die alte Heimat zu fahren, dass man, und das war ja damals nicht. Jetzt könnte man sagen, heute würde man es wissen, aber man muss sich das einmal vorstellen, es waren schwierige Zeiten, 5 Jahre nach dem Krieg, und man hat gewusst, dass eben Gewalt gegen Gewalt oder dass eben hier, man hat ja gesagt, man will Gewalt abschwören und hat sich dem auch in der Charta dann auch verpflichtet. Und eben, es war dann innerhalb nur die Möglichkeit, innerhalb Europas letztendlich diesen Weg zu gehen. Und deshalb ist es auch so bedeutend. Jetzt zeigt ja gerade dieser Europapunkt, dass die Charta sehr in die Zukunft eben gerichtet ist. Mhm. Frage in die Runde. Positionen der Heimatvertriebenen wurden in der Öffentlichkeit ja vielfach als rückwärtsgewandt oft wahrgenommen. Aber hier waren sie doch eigentlich ihrer Zeit voraus. Vielleicht direkt dazu. Ich meine, der eine Kontext ist ja auch wenig bekannt. Charta August 50. Wir hatten ja erst im Mai 50 die wirklich auch zukunftsweisende Erklärung von Robert Schuman in Richtung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, im Grunde da das ganze europäische Einigungswerk ja letztlich von, im Übrigen ja auch interessant, von einem im Grunde ja
eigentlich von Hause aus Deutsch-Lothringer, der es zum Außenminister Frankreichs gebracht hat, Robert Schuman, tolle Sache, der hat auch aufgrund seiner natürlich auch biografischen, vor dem biografischen Hintergrund, den er hatte, wenige Monate vor der Stuttgarter Charta dieses Thema Europa sehr stark gemacht. Auch er kannte ja, dieses war ja diese christdemokratische Schiene mit Adenauer und anderen in Belgien und in Italien, Staatsmännern. Und insofern war Europa damals, das muss man sich auch, das taucht sozusagen nicht aus heiterem Himmel in der Stuttgarter Charta auf, sondern Europa war im Gespräch. Und auch da war es für die Vertriebenen, glaube ich, auch geschickt und gut, sozusagen anzuknüpfen und dieses Rad sozusagen weiter zu spinnen, eben ganz im Duktus der Zeit, auch mit, damals hat man ja noch nicht die Nase hochgezogen, wenn vom europäischen Abendland die Rede war, aber genau diese ganzen Begriffe finden sich ja deswegen dann auch dort. Herr Telschik hatte schon geschildert, dieser Arbeitsethos auch, den Sie hatten, Ihre Familie auch hatte, der findet sich ja auch in dieser Charta wieder, wenn da steht, wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands und Europas. War die Charta auch so ein Symbol an die Einheimischen, also sozusagen nach dem Motto, wir wollen konstruktiv mitarbeiten an der jungen Bundesrepublik, ging es da auch darum, sozusagen nochmal klar zu machen, man möchte sozusagen Teil der Gesellschaft auch sein, diese Botschaft auch an die Einheimischen zu senden? Ich würde sagen, ja, das war es auch. Aber es war vielleicht sogar noch viel mehr erstmal eine Verständigung innerhalb dieser beiden Richtungen der Vertriebenen, deren Gegensätze, also zum einen diese landsmannschaftliche, eher heimatpolitisch, ost- und außenpolitisch interessierte und aktive und auf der anderen Seite dieser Zentralverband der Vertriebenen Deutschen mit dem besagten Linus Kather, die eher die sozialpolitischen Ziele im Blick hatten und die vielfach auch, es gab auch erhebliche Animositäten da im Führungspersonal zwischen beiden Richtungen und da war es natürlich auch erstmal ganz wichtig, die hatten ja auch erstmal, das war ja ein richtiges, da gab es ja sozusagen ein regelrechtes Abkommen zwischen diesen beiden Richtungen der vertriebenen Verbände, ein Göttinger Abkommen mussten die also extra schließen, so unterschiedlich waren die und insofern war das natürlich die Chance, tatsächlich auch erstmal ja, die Einigkeit dieser beiden Richtungen der vertriebenen Verbände für die westdeutsche Gesellschaft sozusagen zu dokumentieren, sicher auch zu dokumentieren, wir lassen uns nicht auseinander dividieren, auch wenn wir jetzt da so zwei Großorganisationen sind, aber wenn es um die wichtigsten Fragen geht, stehen wir zusammen, insofern war es sicherlich ein starkes Signal auch an die westdeutsche Gesellschaft, das davon ausgehen sollte. Herr Telschik, Sie haben an zentraler Stelle an der deutschen Einheit mitgearbeitet, mit Helmut Kohl. Die Charta, auch mit dieser europäischen Ausrichtung, wir haben ja eben schon auch über die Oder-Neiße-Linie gesprochen, war damals natürlich auch Thema in den Gesprächen bei Ihnen. Wie hat die Charta vielleicht sogar auch ein Stück weit den Weg einer deutschen Einheit erleichtert, aus Ihrer Sicht? Also, nochmal zur ersten Frage zurück. Ich habe in den Kreisen der Sudetendeutschen, im privaten Kreis, das Thema Europa nie diskutieren hören. War kein Thema. Insofern halte ich die Tatsache, dass in der Charta für ein geeintes Europa plädiert wird, für eine sehr weitsichtige und erfreulich progressive Aussage. Also da gab es ein paar weitsichtige Mitglieder, die gesagt haben, die Lösung ist ein geeintes Europa. Also da muss ich sagen, vollen Respekt. Ich hätte mir gewünscht, dass manche Vorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft das in der dann auch weiter betrieben hätten, nicht? Und sich weniger darauf konzentriert hätten, auf Fragen der persönlichen Betroffenheit als Flüchtling. Nur mit was wir uns befasst haben als Jugendliche, es gab eine Organisation, die Ackermann-Gemeinde, das war eine katholische Organisation von
Sudetendeutschen und da gab es die junge Aktion der Jugendlichen und ich habe da regelmäßig teilgenommen. Unser Thema war erstens nie wieder Krieg. Ja, das war das erste Gebot. Das zweite war auch nie wieder Faschismus. Und das dritte aber auch keinen Kommunismus. Ja, also ich habe mich mit der Ideologie des Marxismus, Leninismus als Jugendlicher auseinandergesetzt in der Ackermann-Gemeinde. Ja. Und das waren unsere Schwerpunktthemen. Zum zweiten Punkt, die europäische Integration und deutsche Einheit. Ich behaupte, wenn wir nicht unter Helmut Kohl gezielt intensiv die Integration vorangetrieben hätten, und denken Sie daran, was in den Jahren geschehen ist, Binnenmarkt ist geschaffen worden, Schengen, Wirtschafts- und Währungsunion, deutsch-französisch integrierte Brigade und, und. Ohne diese Politik hätten wir die Zustimmung Frankreichs nicht bekommen. Nicht? Und François Mitterrand hatte ja gezögert zuzustimmen, ja? Als Helmut Kohl die 10-Punkte-Rede hielt. Und was hat er, haben wir reagiert? Helmut Kohl hat noch im Dezember einen Brief geschrieben an Mitterrand und hat gesagt, lass uns den nächsten Integrationsschritt gehen und hat die politische Union vorgeschlagen und mich nach Paris geschickt. Helle Begeisterung in Paris, jawohl, unser nächster Schritt. Und wir haben das im April 90 auf dem EG-Gipfel beschlossen. Und das heißt, es war die Voraussetzung. Ja? Und von daher muss ich auch heute sagen, die europäische Idee und die europäische Integration ist das größte Friedenswerk nach dem Zweiten Weltkrieg, was wir in Angriff nehmen konnten. Und wir können nur hoffen, dass die heutigen Generationen das begreifen, wenn es etwas den Frieden stabilisiert, dann das. Und wissen Sie, ich habe 89, 90 viele Gespräche in allen Warschau-Paktstaaten geführt, in Budapest, in Sofia, in Prag, in Warschau. Ja. Das Erste, was Sie alle auch wünschten, Zugang zur europäischen Gemeinschaft. Ja, das vergessen Sie heute manche, nicht? Also Orban tut sich das schwer, nicht? Aber die haben noch unter ihren letzten kommunistischen Staats- und Regierungschef mich angesprochen, ob wir helfen können, dass sie Kontakt mit der EG in Brüssel bekommen. Ja? Und nur, was sie nicht wahrhaben wollten und zum Teil, wo sie heute noch Schwierigkeiten haben, ist, ihr Nationalbewusstsein war das Instrument zur Loslösung von Moskau. Ja? Und dann sofort möglichst schnell Mitglied der Europäischen Union zu werden. Nicht wirklich wahrhabend haben wollend, dass das wieder Aufgabe von Souveränität ist. Ja? Sie erkämpfen die Souveränität, waren begeistert, endlich sind wir souverän, rin in die europäische Gemeinschaft und siehe da, sie müssen Souveränität abgeben. Und das ist, woran sie arbeiten müssen. Nicht? Mitgliedschaft in der EU heißt, dass man eben zugunsten der Gemeinschaft auf nationale Souveränität verzichtet. Zeigt, wie das Thema Europa eben bis heute, was so früh schon in der Charta angelegt ist, wirkt. Bis heute wird die Charta ja unterschiedlich interpretiert und manchmal auch heftig kritisiert. Da müssen wir natürlich auch darauf zu sprechen kommen. Ich lese einen Absatz nochmal aus der Charta vor, der besonders im Feuer steht sozusagen. Wir Heimatvertriebenen, heißt es da, verzichten auf Rache und Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im Besonderen das letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat. Von Kritikern der Charta wird daran bemängelt, Herr Professor Kittel, dass die deutsche Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg sozusagen in dieser Charta, in diesem Absatz auch nicht zur Sprache kommt. Warum benennt die Charta nicht die Schuld der Deutschen an diesem unendlichen Leid, wie es ja da heißt?
Das der zählt zu den Fragen, die man, die ich auch gerne sagen, genauer beantwortet hätte, wo man aber, weil die Entstehungsgeschichte nicht im Letzten erforscht ist, im Grunde auch erstmal nur ein bisschen spekulieren kann, wie das, welche Hintergründe das hat. Ich meine, einer, der vielleicht ein bisschen läppisch salopp wirkt, aber ich glaube schon, 1950 muss man schon auch sagen, in gewisser Weise war das auch so selbstverständlich, dass man manches man auch gar nicht glaubte, unbedingt aussprechen zu müssen, weil ohnehin alle es wussten und davon ausgingen. Ich meine, in einer sozusagen Kritik jetzt an einzelnen Formulierungen wird man ja dann sogar auch sagen können und ist ja auch kritisiert worden, ja, wenn man sagt, wir verzichten auf Rache und Vergeltung, wird ja an sich erstmal postuliert, es gäbe ein derartiges Recht, was natürlich zum Glück nicht der Fall ist. Aber auch da würde ich sagen, das ist etwas sehr weitgehend, weil die Verfasser dieser Erklärung nun sicher, ich weiß nicht, ob das wie viele Altphilologen oder Neuphilologen da mit dabei waren, sich sozusagen, also da bestimmt nichts Böses in diese Richtung gedacht hätten, sondern vielleicht im Gegenteil auch wieder eher sehr viel einfacher in der Erinnerung an das, wie nach dem Ersten Weltkrieg man mit der Niederlage und auch den Grenzveränderungen damals ja umgegangen ist. Da hat man eben eindeutig nicht auf Rache und Vergeltung verzichtet. In den Wehrverbänden der Weimarer Republik, da wurde alles andere gemacht, als auf Rache und Vergeltung verzichtet, sondern man hat im Grunde ja, jetzt mal zugespitzt formuliert, ja dann eher die Messer gewetzt. Und ich meine, das war ja auch eine Mentalität, auf der dann später dann in den 30er Jahren aufgebaut werden konnte. Und ich glaube, das hatten die Zeitgenossen da in den frühen 50er Jahren vor Augen. Und wenn ich das als Folie nehme, wird mir sehr viel plausibler, dass die Charta so formuliert ist und dass das so drinsteht, wie es nun mal drinsteht. Wobei ich, wenn ich sie heute schreiben dürfte, da auch vieles ganz anders schreiben würde. Ich meine, auch der Satz, wir Vertriebenen als die vom Leid dieser Zeit am stärksten geprüften oder so ähnlich, ich weiß nicht, ob Sie das... Am schwersten Betroffenen. Ja, genau. Das ist natürlich auch ein Satz, wo man auf der anderen Seite fragt, es gab natürlich welche, wie sagt der polnische Kollege, immer die Vertriebenen sind aus der Heimat vertrieben worden, in Polen sind sehr viel mehr aus dem Leben vertrieben worden. Aber dennoch kann man sich fragen, ob man dieser Formulierung das wirklich so zum Vorwurf machen kann, weil man hat ja, glaube ich, da in erster Linie als Vertriebene sich in seiner Situation gesehen und damit nicht unbedingt sagen wollen, dass man jetzt sozusagen das allerschwerste Schicksal von allen dauerhaft hatte, aber das andere war ja auch die anderen Verbrechen, auch die der Nazis, waren ja sozusagen abgeschlossen. Die Vertriebenen sozusagen hatten in dem, was sie mitmachten, sozusagen das ja da ja auch noch vieles vor sich. Vielleicht war das auch, aber wie gesagt, was die Auslegung, die Exegese dieser Charta anbelangt und die Intentionen der Verfasser, da ist also aus meiner Kenntnis bislang auch noch vieles nicht so ganz aufgearbeitet und nicht so ganz bekannt. Ein weiterer Punkt der Kritiker, Frau Stiersdorfer, ist, dass ca. ein Drittel der Erstunterzeichner der Charta überzeugte Nationalsozialisten gewesen sind. Kann man ein solches Dokument unabhängig von den Autoren beurteilen und würdigen? Ich glaube, es muss der Zeit geschuldet, also es war damals 5 Jahre nach dem Krieg, da war natürlich eine andere Situation und es waren ja unterschiedliche
sagen wir mal, die die Charta unterzeichnet haben von den Landmannschaften, die Vertreter oder die Repräsentanten. Es hat sehr wohl auch Repräsentanten gegeben, die Repressalien während der Zeit der Nazi-Diktatur auf sich nehmen mussten. Und, aber man muss auch sehen, dass das Verzeihen und dass man vielleicht nicht den richtigen Weg, sondern dass man jetzt einen Weg einschlagen will, der auf Frieden, Sie haben es gesagt, was Frieden bedeutet, ist das wichtigste Gut. Und dass eben mit den Bekenntnissen der Charta eben auch nochmal dargelegt worden ist, wir wollen jetzt einen anderen Weg einschlagen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und der meines Erachtens das Entscheidende war, entscheidend ist dann das Dokument. Entscheidend ist dann, was aus dem gemacht oder was umgesetzt worden ist. Und das, glaube ich, war so ein gemeinsamer Punkt. Und das zu erreichen, und Sie haben es ja gesagt, Herr Professor Kittel, wie schwierig das war, wie unterschiedlich. Man muss ja mal die verschiedenen Landsmannschaften, auch die Mentalität und so weiter, das zusammenzuführen und gemeinsames, diese gemeinsame Charta dann so entwerfen, glaube ich, das war eigentlich, das ist für mich eigentlich immer noch das Wesentliche, dass das gelungen ist. Interessant ist ja, Herr Professor Kittel, dass es von der SPD keiner bei den Unterzeichnern dabei war. Also viele waren ja da schon sozusagen parteipolitisch engagiert. Warum waren da Sozialdemokraten sozusagen nicht repräsentiert? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, auch vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass später ja viele prominente Sozialdemokraten an der Staatsspitze, Kanzler Schröder zum Schluss, Bundesinnenminister Schily auch, immer wieder auch beim Tag der Heimat und anderen Gelegenheiten sich ausdrücklich positiv auf die Stuttgarter Charta bezogen haben. 1950 vermissen wir da deswegen, denke ich, die Sozialdemokraten, weil es ja sozusagen die Frühphase überhaupt der Verbandsgeschichte der Landsmannschaften und dieses Zentralverbands Vertriebener Deutscher ist. Es war ja auch dann das Koalitionsverbot noch nicht lange aufgehoben. Die ganze Gründung der Landsmannschaften lag ja auch erst so ein halbes Jahr noch, je nach Land, Bundesland dann verschieden, noch nicht lange zurück. Und die SPD, muss man dazu wissen, hatte als dieses Koalitionsverbot noch bestand und auch vor allem von Seiten der CDU auch schon immer kräftig eigentlich dagegen angegangen wurde, es müsse aufgehoben werden, da hatte die SPD, war da eher zurückhaltend, weil die SPD keineswegs vertriebenenfeindlich damals war. Im Gegenteil, der große Vorsitzende, der charismatische Schumacher, Kurt Schumacher, war ja Westpreuße. Aber Schumachers und anderer Position war die, es wäre besser, statt sozusagen politisierende Vertriebenenverbände, eigene zu begründen, wäre es besser, die Vertriebenen gingen alle nur in die politischen Parteien und würden von da aus sozusagen mitgestalten und mitwirken am politischen Leben. Also insofern hatten die, wenn man so will, dann nach Aufhebung des Koalitionsverbots da so ein bisschen ja, den Anschluss verpasst, weil das ja eine Entwicklung war, die sie eigentlich hätten vermeiden wollen. Und das ist der Grund, weshalb die, und es gab auch am Anfang, war auch gar nicht, hieß es in manchen SPD-Bezirken, war auch noch unsicher, sollen wir unsere Leute jetzt eher auffordern, sich zu engagieren in den vertriebenen Verbänden, Landsmannschaften oder nicht. Es ging da auch hin und her und diese Diskussion war da Mitte 1950 auch noch keineswegs sozusagen so ganz abgeschlossen und deswegen fehlen an dieser Stelle die prominenteren Sozialdemokraten trotz der späteren Äußerungen wichtiger SPD-Politiker, aber man muss auch sagen, ja sehr viel früher, es sind dann auch in den 60er Jahren, weiß man ja, standen ja auch große Sozialdemokraten an der Spitze des Bundes der Vertriebenen, Wenzel Jaksch, der charismatische Sudetendeutsche oder auch Reinhold Rees, der Ostpreuße, beides Sozialdemokraten und auch die haben sich natürlich auch schon in den 50ern immer wieder auch auf die Stuttgarter Charta bezogen, die ja heute auch vom Bund der Vertriebenen, denke ich, zu Recht als sowas wie das Wertefundament dieses Verbandes immer wieder auch bezeichnet wird. Mhm. Neben der Kritik, über die wir eben gesprochen haben, hat die Charta auch viel Lob erfahren. Herr Telschik, Ihr ehemaliger Chef Helmut Kohl
Er nannte die Charta ein Musterbeispiel politischer Kultur. War sie das, die Charta, ein Musterbeispiel politischer Kultur? Ja, auf dem Hintergrund der nicht allzu lange zurückliegenden Geschehnisse, nicht? Die Vertreibung von Hunderttausenden Sudetendeutschen und die Ausschreitungen, die es gegeben hat und so weiter, war das schon aus meiner Sicht eine unglaubliche politische und menschliche Geste, eine solche Erklärung abzugeben. Nicht? Selbst Frau Steinbach, die ich eigentlich sonst nur noch ungern zitiere, sprach von einem Akt der Versöhnung. Nicht? Und das so kurz nach der Vertreibung ist schon beachtenswert. Mhm. Aber wissen Sie, ich habe ja viel mit vertriebenen Verbänden zu tun gehabt. Es gibt ja nicht nur die Sudetendeutschen, nicht? Und vor allem 89, 90 kam ja die Frage, nicht? Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, ja oder nein? Und da kamen zum Beispiel Einzelne auch auf mich zu, durchaus Prominente, ich will keine Namen nennen, die zum Beispiel fragten, ob man in der Frage Königsberg was machen könnte. Ja, dann die Pommern und wie sie alle hießen. Nicht? Und ich habe gesagt, wenn Sie die deutsche Wiedervereinigung kaputt machen wollen, dann müssen wir solche Forderungen stellen. Nicht? Aber was ich damit andeuten will, ist, aufgefallen sind in der negativen Diskussion eben radikale Stimmen, die es in den vertriebenen Verbänden immer gegeben hat. Nicht? Auch bei den Sudetendeutschen. Ja? Und von daher ist ja immer, die Extremen fallen auf. Dass die große Mehrheit friedlich ist und Verständigung will. Und ja auch, wie Sie im Falle der Tschechischen Republik ja sehen, wie viele Sudetendeutsche rübergegangen sind, um die alte Heimat zu sehen. Ich auch mit meinen Kindern. Und wie viele auch gespendet haben, um Aufbau zu fördern, ob das eine Kirche ist oder ein Friedhof oder was auch immer, wird bis zur Stunde ja eine ganze Menge getan. Aber darüber wird ja praktisch nicht berichtet. Es werden immer die Extremfälle berichtet. Ja? Und deswegen, vielleicht haben die Vorstände dieser vertriebenen Verbände oft zu wenig reagiert oder gar nicht reagiert auf extreme Aussagen. Mhm. Ja? So nach dem Motto, Friede muss bewahrt bleiben. Vielleicht hätten Sie gelegentlich mal knallhart sagen sollen, so nicht. Mhm. Aber die Extremen hat man eben auf beiden Seiten. Nicht? Mhm. Die Diskussion, ob die Benesch-Dekrete gelten oder nicht, völkerrechtlich weiter gelten oder nicht, ist so ein Dauerbrenner-Thema. Nicht? Und wenn Sie wissen, es gab ja eine Erklärung von der deutschen Seite von 97, die auch hier ein Signal der Verständigung war. Und dann kam eine ganz brutale Antwort aus der Tschechischen Republik, Benesch gilt weiter. Ja? Also da sind die Radikalen auf beiden Seiten, die sich wechselseitig in die Hände spielen. Mhm. Und deswegen fand ich gut, um das mal auch an die Adresse Bayerns zu sagen, dass die bayerischen Ministerpräsidenten immer versucht haben, auch mit Unterstützung oder unter Einbeziehung der Sudetendeutschen eine Politik der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit und Verständigung zu betreiben. Und ich habe immer gesagt, die Rolle Bayerns, das habe ich Franz Josef Strauß schon gesagt, nicht? Die Rolle Bayerns müsste sein, eben die südosteuropäischen Staaten und Bayern enge Zusammenarbeit zu entwickeln. Ja? Ist ja wirtschaftlich schon von dem Interesse, ist aber regional auch geboten. Und da könnte, es gibt ja bayerische Ministerpräsidenten oder gab es und vielleicht gibt es wieder, die ja gerne auch außenpolitisch unterwegs waren. Nicht?
Und das ist eine Spielwiese, wo ich sagen, Staatsregierung Bayern, kümmert dich auch ein bisschen über diese regionale Zusammenarbeit. Wenn wir nochmal bei Helmut Kohl bleiben, ganz kurz. Er hat 1995 im Bundestag eine Rede gehalten und hat sich darüber beklagt, dass die Charta immer noch nicht gebührend gewürdigt wird in der historischen Tragweite. Jetzt sind wir 25 Jahre später, nach dieser Rede von Helmut Kohl. Aus Ihrer Sicht, Herr Professor Kittel, wird die Charta inzwischen mehr gewürdigt in der öffentlichen Wahrnehmung? Ich würde sagen, leider nein bislang. Ich meine, wir hatten ja, das ist auch bemerkenswert, wenn ich mich recht entsinne, einer der letzten größeren Diskussionspeaks war ja da so 2010, das habe ich ja noch so lange dann in meiner Berliner Funktion als Gründungsdirektor der Stiftung Flucht, Verteidigung, Versöhnung erlebt. Und ich glaube, die Diskussion damals war nicht zuletzt deswegen dann auch so heftig, weil es ja da auch immer um die Konzeption dieser Ausstellung im Deutschlandhaus und dieses Dokumentationszentrums ging, war damals ja noch sehr umstritten. Und weil manche dann auch dachten, wenn man jetzt die Charta so besonders kritisch diskutiert, kann man indirekt vielleicht auch diesem Projekt Deutschlandhaus so ein bisschen Schwierigkeiten machen. Denn da wurden ja genau diese Argumente dann nochmal in der öffentlichen Diskussion von bestimmter Seite aus sehr stark gemacht. Also die Verzicht auf die Vorgeschichte der Vertreibung und keine Auseinandersetzung mit dem Faktum, dass da so viele NS-Belastete auch unterschrieben haben. Also insofern muss man sagen, hat sich an sich seit der Aussage von Helmut Kohl so sehr viel und nicht geändert, denn ansonsten ist es ja dann auch erstmal wieder relativ still geworden um die Charta. Natürlich ist bei den Gedenkjahren, den runden Geburtstagen, da immer wieder so eine Diskussionswelle. Aber vielleicht noch ein Satz doch zur Charta selber. Ich meine, was wäre sozusagen denn gewesen, das wäre sozusagen ja weitergedacht, wenn etliche Leute in den Landsmannschaften, die mehr oder weniger stark involviert waren während der berühmten 1000 Jahre, da dann nicht unterschrieben hätten als landsmannschaftlich engagierte Menschen. Würden wir da nicht heute vielleicht sogar umgekehrt argumentieren, ja, das haben wir da gar nicht alle unterschrieben und wie konnten die nur? Also ich meine, ist die Frage denn zu Ende gedacht, glaubt man, einer von denen hat irgendwie deswegen unterschrieben, um, keine Ahnung, um irgendwie die westdeutsche Gesellschaft hinters Licht zu führen und dann doch und so zu tun, als ob er irgendwie sich plötzlich geläutert habe, es in Wirklichkeit aber gar nicht sei. Oder dass ich verstehe da manchmal auch im Letzten an sich die Schärfe der Kritik nicht, zumal wenn man dann schlussendlich sich auch immer vergegenwärtigt. Ich meine, auch der Bund der Vertriebenen, da war sicherlich und in die Vorläuferorganisation damals, auch die vielen Grenzland-Auslandsdeutschen, da war sicherlich sagen, auch dieses deutschnationale Element auch immer besonders stark. Und insofern gab es dann auch viele mit einem höheren Grad an Involvierung und Belastung. Das ist auf der einen Seite richtig, aber so sehr viel anders als in der deutschen Gesamtgesellschaft, der Bundesdeutschen der 50er Jahre, war es eben dann auch nicht. Ich meine, ich erinnere bei der Gelegenheit dann doch immer ganz gerne daran, wie es in der Redaktion des geschätzten Nachrichtenmagazins Der Spiegel aussah, dass in den 50er Jahren, dass auch der ein oder andere mit NS-Belastung Karriere gemacht haben. Also insofern, so sah die bundesdeutsche Gesellschaft damals aus. Es waren Millionen Mitglieder NSDAP und in den Nebenorganisationen gewesen. Und man muss im Grunde dann immer genauer hinschauen. Also nicht nur formale Mitgliedschaft. Und wenn man dann genauer hinschaut, bleibt allerdings leider auch durchaus ein Rest, der schon sehr unangenehm ist, auch
bei den Unterzeichnern der Charta. Da gibt es auch überhaupt nichts zu beschönigen. Also gerade da von den Baltendeutschen und von den Bukowina-Deutschen will ich jetzt auch gar keine Namen nennen, aber die sind ja, gingen ja auch immer wieder durch die Presselandschaft. Ich würde mich freuen, die hätten die Charta nicht unterschrieben, das muss ich ganz eindeutig auch sagen, weiß aber, dass doch die überwiegende Zahl waren, auch viele, sagen wir, brave, anständige CDU-CSU-Leute dabei, auch solche, Frau Stierstorfer hat es ja gesagt, die selbst mit dem Dritten Reich auch Schwierigkeiten hatten, gerade so aus von dieser katholischen Richtung. Das waren ja auch viele und das Ganze hat ja angeknüpft. Herr Telschik hat das, was er jetzt zu seiner Ackermann-Gemeinde hätte sagen können, wusste ich gar nicht, das Wichtigste fast vielleicht noch gar nicht erwähnt für uns, dass nämlich die Ackermann-Gemeinde eigentlich Pionier auch der Versöhnung war und die erste Versöhnungserklärung, die im Grunde kommt, auch als Vorläufer letztlich der Stuttgarter Charta, ja diese Adventserklärung, glaube ich, heißt sie, der Ackermänner, oder jungen Ackermänner 1948 war. Also das alles gehört ja auch zur Vorgeschichte. Ein weites Feld. Wir sind am Ende schon, aber ich möchte noch am Ende eine Frage an Sie alle richten. Wenn wir aufs vergangene Jahr blicken, dann hatten wir fast 80 Millionen Menschen weltweit, die auf der Flucht waren. Also das Thema Flucht, Vertreibung ist hochaktuell, vielleicht aktueller denn je. Vor diesem Hintergrund meine abschließende Frage an Sie alle drei. Was müsste denn heutzutage Ihrer Meinung nach in einer modernen Charta stehen? Frau Stierstorfer, vielleicht wenn Sie beginnen möchten. Was wären Elemente, wo Sie sagen, das ist auch vor diesem Hintergrund, dass wir im Moment so viele Konflikte haben, wo Menschen auch ihre Heimat verlassen müssen, wichtig? Ich denke, das ist der Punkt, der in der Charta auch, sagen wir mal, immer noch offen ist, weil Flucht und Vertreibung ist eben auf der ganzen Welt gibt. Wir erleben es ja täglich und deshalb spielt hier Europa eine sehr, sehr große Rolle, weil Europa natürlich hier auch meines Erachtens politisch gesehen eine große Verantwortung hat für die Menschen, die kommen zu uns, aber auch insgesamt die Zusammenarbeit in der Europäischen Union hier intensiviert werden müsste. Es sind viele Themen, die nicht gelöst sind und es ist eine Daueraufgabe. Es hängt natürlich auch zusammen mit den verschiedenen Staaten, mit den verschiedenen Regierungen, mit den verschiedenen Einstellungen, die wir in Europa haben. Aber ich glaube, das ist der Punkt, wo wir weiter daran arbeiten müssen, eine gemeinsame Agenda für Europa, dass es Flucht und Vertreibung nicht mehr geben sollte. Das wäre jetzt mein Wunsch, wenn ich das so sagen darf. Und das ist, ja, da müssen einfach mehr als bisher alle Staaten zusammenarbeiten innerhalb der Europäischen Union und gemeinsam diese Aufgabe angehen und umsetzen und lösen. Professor Telschik. Ja, das ist natürlich eine Schlüsselfrage. Und ich kann hier in dem Punkt anschließen, an der Aktualität einer Politik der europäischen Integration ist nichts verloren gegangen. Nicht? Sie ist wichtiger denn je, denn ich meine beispielsweise brauchen wir ein gemeinsames europäisches Asylrecht oder Asylverfahren. Also allein eine solche Frage kann national eigentlich nicht befriedigend mehr beantwortet werden. Darüber hinaus, was wir 1990 in Paris versucht haben, die berühmte Charta für ein neues Europa, war die Idee oder die Vision oder der Traum, wie immer Sie das bezeichnen mögen, einer gesamteuropäischen Friedens- und Sicherheitsordnung von Vancouver bis Vladivostok. Das heißt, wir wollten Friede, Entspannung, Zusammenarbeit mit allen Osteuropäern. Ja? Ja, ich habe mich an Martin Luther Kings Rede erinnert gefühlt, I have a dream. Nicht? Und mir hat Gorbatschow gerade zu meinem Geburtstag geschrieben und gesagt, Horst, wir wollten das damals, ja, zusammen. Ja, also ich natürlich als Zuarbeiter von Helmut Kohl. Nicht? Das völlig aus dem Blickfeld der Politik,
gefallen. Darüber hinaus wissen wir auch, selbst das reicht nicht aus. Wir brauchen eine globale Politik. Und da haben wir natürlich einen amerikanischen Partner, den wir wirklich vergessen können, nicht? Aber hoffentlich in einem halben Jahr Geschichte ist, nicht? Aber wie wollen Sie, ich habe vor der letzten Bundestagswahl der CSU empfohlen, ihren Entwicklungshilfeminister stärker in den Vordergrund zu stellen, nicht? Der ja nun versucht, in Afrika und in Entwicklungsländern für mehr Frieden und Stabilität zu sorgen. Das ist eine Schlüsselaufgabe, die wir Europäer gemeinsam machen müssen, nicht? Schauen Sie sich mal ein Land wie Ägypten an, 95 Millionen Einwohner. Wenn es dort morgen zu einer Krise kommt, wo gehen denn die hin? Die Jungen, 60% Jugendliche, also bis Anfang 20. Mhm. Wo werden die denn hingehen, wenn sie den Eindruck haben, sie können in Ägypten nicht leben? Ja, also wir sind nicht über dem Berg, wir haben Drohpotenziale, die meisten bei uns in ihrer Bequemlichkeit gar nicht vor Augen führen. Das heißt, jeder Politiker ist heute gefragt, nicht nur lokal, regional, sondern global zu denken und zu arbeiten. Mhm. Und da tun sich viele schwer, mit Ausnahme, wenn sie in Urlaub gehen wollen. Da denken sie global. Herr Professor Kittel, eine moderne Charta, ja. Was müsste drinstehen? Ja, ich kann da anknüpfen, Herr Telschek hat mir einen Film aus der Seele gesprochen, was mir heute gerade vor dem Hintergrund auch Syrien, Irak ganz und dieser modernen, in Anführungszeichen, Migrationsströme wichtig zu sein scheint, ist wirklich, dass man dem Übel sozusagen immer schon an der Wurzel begegnen muss. Das Problem ist doch immer, dass es überhaupt zu Vertreibungen kommt. Und da stelle ich mir schon die Frage, Herr Telschek hat Europa da sehr stark gemacht, sehr zu Recht. Wo war denn im Syrien-Konflikt beispielsweise die große entschiedene Antwort meines europäischen Vaterlandes? Ich sage das jetzt mal so etwas pathetisch. Wo war sie denn? Wir hätten uns doch alles, was wir seit 2015 dann auch mit diesen ganzen massiven Integrationsherausforderungen und den Gefährdungen auch unserer Demokratie und auch unserer Parteienlandschaft, den Verwerfungen doch sparen können, behaupte ich mal, wenn wir nicht als Deutschland, dazu wären wir zu klein, aber gerade an der Stelle als Europa entschiedener aufgetreten sind. Wir sind nicht, da kennt sich Herr Telschek besser aus als ich, aber wir sind doch nicht schwächer als Russland. Wir sind es vielleicht militärisch, aber wirtschaftlich bestimmt nicht. Und insofern muss man sich die Frage stellen, weshalb das die wirtschaftliche und militärische Gewicht da so weit auseinanderklafft. Und das, wie gesagt, Vertreibungen müssen sozusagen schon im Entstehen verhindert werden. Das ist für mich an sich, wenn ich an diese Migrationsströme mir anschaue, der entscheidende Punkt. Und vielleicht ein letztes noch, aber da war das von der Terminologie her in der Charta, es war 1950, da war man noch nicht so weit. Letztlich ist vieles von dem, was da drin steht und worum es da geht und wie gesagt, das Recht auf Rückkehr ist unter jetzt natürlich auch anderen Voraussetzungen im bosnischen Krieg und Vertrag von Dayton ja dann erstmals auch verankert worden, völkerrechtlich. Aber man muss immer wieder auch klar machen, es geht hier Recht auf Heimat. Das hat man dann immer nur so mit den Pfingsttreffen assoziiert und abgestanden und irgendwie alten, vertriebenen Funktionäre. Das Recht, nicht vertrieben zu werden, in seiner Heimat glücklich leben zu können, das ist ein fundamentales Menschenrecht. Das könnte auch in der Verfassung, in unserem Grundgesetz stehen. Und insofern würde ich heute sozusagen diese menschenrechtliche Dimension auch noch stärker machen, als es damals vielleicht im Charta-Text zumindest gemacht worden ist. Vielen Dank. Ja, verehrte Zuschauer, die Charta der Heimatvertriebenen, 7 Jahrzehnte ist sie alt, aber Sie haben es gemerkt hier in der Diskussion, gerade am Ende bis heute eigentlich
top aktuell. Vielen Dank Ihnen hier auf dem Podium für die spannende und engagierte Diskussion. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer, wo immer Sie es auch jetzt geschaut haben, fürs Dranbleiben und für Ihr Interesse. Eine schöne Zeit noch und bleiben Sie gesund.